Herzlich willkommen zurück zu Fallout 4, meine Freunde. Ich befinde mich jetzt an der gleichen Stelle wie am Ende der letzten Folge. Heute gibt es wieder viel zu tun hier in Diamond City. Halten wir uns nicht lang auf. Machen wir das, was ich beim letzten Mal gesagt habe. Das erste wird passieren mit... Hier gibt's nichts zu sehen. Das hier, koloniale Kneipe. Ich habe ja dem Trottel da, dem Weichei... tue ich ein bisschen Hilfe. Standard, komm nicht zu spät. Ich werde da sein. Ich muss nur noch zumachen. Wir müssen reden. Meine Güte, Paul. Was ist denn jetzt schon wieder? Es ist an der Zeit, dass du mal die Klappe hältst und zuhörst, Cook. Was zum Teufel soll das? Und was machst du hier? Sag mir nicht, dass er dich angeheuert hat, um mir Angst einzujagen. Macht das irgendeinen Unterschied? Ich möchte nur wissen, wen ich erschießen muss, wenn die Knarren gezogen werden. Nun, Paul, ich höre. Was hast du dieses Mal zu sagen? Nur das. Du lässt Darcy ab sofort in Ruhe. Sonst... Das ist keine gute Idee. Du solltest mich nur mit einer Waffe bedrohen, wenn du auch vorhast, sie zu benutzen. Du glaubst, ich werde sie nicht benutzen? Soll ich dich einfach erschießen? Willst du mir das sagen? Paul, leg die Knarre weg. Niemand muss hier erschossen werden. Hey, warte mal. Ich bin sicher, wir finden eine Lösung. Ich höre. Okay, ich halte mich ab jetzt von Darcy fern. Es ist vorbei. Du hast mein Wort drauf. Dein Wort? Was ist denn schon dein beschissenes Wort wert, hä? Ich mach's wieder gut. Ich weiß, wie man an eine Menge Kohle kommt. Jetzt sofort. Wir wissen doch beide, dass Darcy nur zu mir kommt, weil sie sauer auf dich ist. Wenn du wieder flüssig wärst, wäre alles anders. Außerdem schulde ich dir was. Für das, was ich getan habe. Und? Was sagst du? Wie willst du uns alle reich machen, Cook? Kommt her, das erzähle ich euch. Also pass auf. Ich habe da noch ein anderes, Geschäft nebenher laufen. Eins davon ist, Nelson Latimer dabei zu helfen, das Geld seines Vaters zu verpulvern, damit er sich wie ein Gangster fühlen kann. Wer ist Nelson Latimer? Malcolms Junge. Ein arroganter, kleiner Scheißer. Aber nützlich. Denn er hat jede Menge Kohle und hält sich für einen aufstrebenden Mafia-Boss. Nelson und ich sollen einen Herrn aus Good Neighbor treffen, der uns für Nelsons Kohle Camps gibt. Mein Plan ist ganz einfach. Wir holen uns das Geld und die Camps. Warte mal. Ich habe erst noch ein paar Fragen. Dann lass mal deine Pläne hören. Also pass auf. Ich hab da noch ein anderes. Eins davon ist... Und wir werden Mr. Latimer um einen Teil seines Geldes erleichtern. Heilige Scheiße, Cook. Weiß Malcolm davon? Was denkst du? Nein, natürlich nicht. Das ist eine Sache zwischen ihm und Nelson. Also, wo war ich? Ach ja. Nelson und ich sollen einen Herrn aus Good Neighbor treffen, der uns für... Mein Plan ist ganz einfach. Wir holen uns das... Ich bin dabei. Ziehen wir es durch. Was meinst du, Paul? Klingt das gut? Gut? Eher nicht. Aber ich habe nichts dagegen, wenn du mir hilfst, reich zu werden. Aha, okay. Ich bin eher für die gewaltfreie Lösung. Natürlich hätte ich jetzt Cook töten lassen können. Das wäre sehr easy peasy gewesen, sehr schnell. Das hätte sehr, sehr schnell funktioniert, aber das wollte ich ehrlich gesagt nicht. So, jetzt werden wir die... Halt, stopp. Daten. Toller so, Hund. Hier. Bleib einfach bei mir. Ja, ich bin schon da. Ich bin schon da. Jetzt wird es natürlich etwas länger dauern mit der Ladezeit, weil wir Diamond City verlassen.
Aber diese Mission interessiert mich jetzt. Und anschließend werden wir Travis helfen heute noch. Dann müssen wir noch eine Blähfliege besorgen. Dann müssen wir noch das besorgen, hier besorgen. Es sind verdammt viele Missionen gekommen. Was ich aber heute garantiert nicht machen werde, ist, ich werde nicht Nick Valentine besuchen. Das werde ich euch garantiert, weil ich will der Mission nicht weiter voranschreiten. Also in der Story. Jetzt gibt es erstmal andere Sachen, wieder Locations suchen und so weiter. Ich bin schon sehr, sehr weit vorangeschritten in der Story. Zwar bin ich immer noch am Anfang, aber trotzdem. Ich muss auch was für die Dings machen, weiter noch die Finch Farm muss ich besuchen, die Minutemen, die Burg besorgen. Ach ja, es gibt viel zu tun. Wirklich verdammt viel zu tun. Dann habe ich noch viele Locations zum Durchsuchen. Also Leute, das wird definitiv erstmal kein Ende haben. Aber das ist schön. Also los geht's. Folgen wir ihm. Weiß mein... Ah ja, hier muss man lang. In der Nähe vom Wrack der Riptide. Jenseits der Mauer ist niemand sicher. Ist einfach so. Nelson glaubt langsam, dass er mich nicht mehr braucht. Warte mal, Cook. Ja? Was denn? Warum sollte man Camps nach Diamond City schmuggeln? Die sind doch hier nicht illegal. Klar. Aber Bürgermeister McDonough verlangt einen ordentlichen Anteil von allen Camps, die in die Stadt gebracht werden. Nicht jeder hält das für ein faires Geschäftsmodell. Und da kommen Nelson und ich ins Spiel. Er streckt das Geld vor, ich kümmere mich um die Kontakte. Billige Camps für Diamond City. Hat jeder was von. Noch mehr? Warum willst du diese Typen plötzlich über den Tisch ziehen? Oh, das ist ganz und gar nicht plötzlich. Nelson beschwert sich schon länger über die Höhe meines Anteils. Ich glaube, er will das Geschäft demnächst alleine durchziehen. Also habe ich auf die richtige Gelegenheit gewartet. Und hier ist sie. Noch mehr? Was passiert danach? Werden wir nicht verfolgt werden? Komm schon. Du kennst die Antwort darauf. Keine Zeugen. Noch mehr? Ja, ja. Nein. Das war alles. Dann lass uns weitergehen. Okay. Habe ich wahrscheinlich unbeabsichtigt. Ah, wir nähern uns unserem Ziel. Schnell speichern. Wir sind spät dran, aber ich bin sicher, dass Trish die Camps nicht rausrückt, solange ich nicht da bin. Sie vertraut nämlich nur mir. Naja, es wird... Lovely Lady Lingerie? Okay. Muss ich rein. Cool. Was ist das? Habe ich anscheinend eine Location, die ich noch nicht kenne. Da wären wir. Das Treffen ist gleich da vorne. Es sind immer 4 von Morawskis Schlägern dabei. Trish, die Anführerin, und 3 Typen, die das Boot entladen und mit ihren Knarren rumfuchteln. In diesen Gebäuden dürftest du eine gute Schussposition finden. Ich warte, bis du schießt und mache dann von hier aus mit. Denk daran, es darf niemand entkommen. Was ist mit Nelson? Ich kümmere mich um Nelson, du um Morawskis Leute. Also, sind wir bereit? Klingt gut. Wo zum Teufel ist Cook? Wir können hier nicht mehr sehr Scheiße, viel länger du solltest bleiben. Dich besser ganz schnell verpissen, wenn dir dein Leben lieb ist. Was ist hier los? Nichts, was dich was angehen würde. Es sei denn, du willst dein Gesicht weggepustet bekommen. Verstanden, Arschloch? Cook hat es nicht geschafft. Also hat er mich geschickt. Ja, klar. Trish, töte dieses Arschloch!
vorbei ist. Das war's dann. Ich hab dir doch gesagt, dass das kein Problem wird. Das Geld sollte noch bei Nelsons Leiche sein. Und dann wären da noch die Camps. Du wirst einen Weg finden müssen, die zu verkaufen. Aber das ist dein Problem. Ich verschwinde aus der Stadt. Für immer. Das sollte es für Paul leichter machen. Außerdem gibt es keine Möglichkeit, wie ich Murawski plausibel weismachen kann, dass ich daran nicht beteiligt war. Es sei denn, ich sterbe zusammen mit den anderen. Du verlässt die Stadt und kommst nie zurück? Einfach so? Ja, dann kannst du mir nicht mehr die Schuld für deine ganzen Probleme geben. Was wirst du jetzt tun? Ich denke, das werde ich für mich behalten. Aber keine Sorge, ich plane das schon eine Weile. Ich komm schon klar. Bleiben also nur noch wir zwei. 50-50 wäre doch fair, oder? Ist für mich okay. Super, dann nimm du das Geld von Nelson und ich nehme die Camps. Dann sind wir quitt. Ist für mich okay. Viel Glück. Ja. Vielleicht ist meine Pechsträhne endlich vorbei. So, Moment. Da ist es. Aha. Okay. Was soll das jetzt für eine komische Nachricht sein? 1, 2, 3, 4. Aha. Verschafft der Zugang zu... Okay. Na gut. Wo muss ich da hin? Daten. Dein... Da geht's auf jeden Fall in diese Richtung. Ah ja, okay, alles klar, alles klar. Dann muss ich hier hin. Okay, 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 okay. So, das ist in Ordnung. Und 400, das passt. Das ist alles gut. Der hat sich natürlich jetzt die Camps geschnappt, aber das ist vollkommen in Ordnung. Ich brauche die Camps sowieso nicht. Ich habe mehr als genug. Also, der geht jetzt erstmal zurück. Ich muss... So, Selbstvertrauen ist alles. Und ich muss jetzt hier rüber. Geht's zum Polizeirevier Cambridge. Von dort aus werden wir da in diese... ich will erstmal Travis helfen. Das ist für mich jetzt erstmal persönlich gesehen wichtiger als alles andere. Und genau das machen wir jetzt auch. Travis braucht Hilfe und deswegen, er kriegt meine Hilfe. So, was haben wir jetzt hier? So, genau, Travis braucht meine Hilfe. Also, oh. Hey, da aus. So, jetzt bin ich im Polizeirevier Cambridge. Halt, das öffnet sich in meine Richtung. Und ich muss zur, hier rüber muss ich. Von hier aus geht's am einfachsten. Munition, nachladen. Ja, ich habe langsam keine 38 mm mehr. Das ist unglaublich, was ich von... Ist eine schöne Waffe, aber verbratet Munition ohne Ende. Was seid ihr? Ihr seid Scanner. Los geht's! Wo ist... Ach, der ist da unten.
Ich sag gerade noch, ihr seid friedlich oder ballert ihr mich wieder zu. Das ist nicht nett von euch. Das ist wirklich nicht nett. So, auf geht's. Waffe wechseln. Machen wir das jetzt mit dieser. Und hier wartet der gute Travis. Waffe weg. Beantime-Brauerei. Entschuldigung. Oh, Gott sei Dank. Du bist da. Also, jetzt ist es soweit. Wenn sie Vadim haben, dann ist er vermutlich drin. Wir... Uns passiert doch nichts, oder? Nein, wir schaffen das schon. Okay. Okay. Gut. Ich meine, ich krieg das hin. Auf jeden Fall. Irgendwelche letzten Ratschläge? Ich hab sowas noch nie gemacht. Bleib einfach ruhig. Dreh da drin nicht durch. Okay. Ruhig bleiben. Das kann ich. Okay. Können wir jetzt da rein, bevor ich völlig die Nerven verliere? Auf geht's. Waffe geladen. Auf geht's. Ab in die Beantown-Brauerei und unser paar Raider killen. So, Raider killen, das mache ich am liebsten. So, okay. So, fangen wir an. Ganz vorsichtig, Das wird sicher lustig. Ja, ja. Lass dich das fest, was? Komm, Bell. So, wir werden das Ganze jetzt ein bisschen offensiver machen, indem wir gleich direkt reingehen. Jetzt komm schon! So. Normalerweise gehe ich etwas dezenter vor, aber in diesem Fall gehe ich jetzt 100% offensiv. Rein in die ganze Geschichte. Ohne Rücksicht auf Verluste. Wenn ich was brauche, nehme ich Wasser. Aber ich glaube, das war's dann schon. Noch irgendwelche Raider? Moment. Ah, das war. Hä? Hast du wieder jemanden gesehen, Travis? Nö, hier ist Exit. Na, das scheint's gewesen zu sein. Ich sehe keine Gegner mehr. Es ging schnell. Schnell! Danke. Ich wusste nicht, ob jemand kommen würde. Ich dachte, dass das vielleicht das Ende ist. Danke. Das vergesse ich dir nie. Gibt es noch mehr von denen? Werden sie wieder hinter dir her sein? Nein, nein. Das war ihre große Chance. Du hast sie erledigt. Diese Idioten haben Kronkorken und Camps einfach rumliegen lassen. Sie haben es nicht gemerkt, als ich mir die Taschen voll gepackt habe. Hier, das Zeug hast du dir verdient.
Und Travis, ich bin überrascht, dich hier zu sehen. Hey, Vadim. Ich bin froh, dass du in Sicherheit bist. Wie bist du denn in diese Sache reingezogen worden? Keiner hat mich dazu gezwungen. Ich wollte helfen. Du steckst voller Überraschungen, mein Freund. Mann, was für ein Tag, was? Hey, ich wollte mich noch bei dir bedanken. Das hier war... Nun ja, es war völlig verrückt. Aber ich glaube, ich habe einiges dazugelernt. Du hast alles ganz gut überstanden, Travis. Das freut mich für dich. Danke. Wenn ich nach all dem an die Sachen denke, vor denen ich früher so viel Angst hatte, dann wirkt das jetzt irgendwie albern. Verstehst du? Ich hatte immer Angst, meine Sendung im Radio zu machen. Aber das ist nichts im Vergleich dazu, verprügelt und beschossen zu werden. Ich kann so viel mehr aus meinem Leben machen. Und das werde ich auch. Wie dem auch sei, danke nochmal. Ich schulde dir was. So, das war's. Mission abgeschlossen. Comic-Magazin Picket Fences. Jetzt kann ich Lattenzäune in Siedlungswerkstätten. Brauche ich zwar nicht, aber ist egal. So, also. Mission abgeschlossen und das heißt für mich jetzt... Jetzt machen wir uns, jetzt nehmen wir uns alles mit, was wir hier finden können. So. Travis kommt jetzt allein zurecht. Der ist jetzt dann nicht mehr das Weiche, was er mal gewesen ist. So. Aha. Moment. Jetzt hat. Ah, das ist. Okay. Von Tom der Turm. Ja, der war wirklich ein Turm. Also, was haben wir denn hier? Wir haben. Okay. Also C ist es definitiv nicht. Dann kann es nur ein E auf jeden Fall zum Schluss. Nehmen wir das hier. Bin durch. Aha. Probleme. Okay. Hab Scheiße gebaut. Red ist tot. Ja. Ja, die beschweren sich darüber, dass jemand die Leute erledigt. Tja, Tom, der Turm. Das ist jetzt nicht mehr dein Problem. Travis, du bist im Weg. Travis, du bist im Weg. Ja. Nachbunden. Dann müssen wir jetzt gezwungenermaßen den Aufzug nehmen, weil Travis mitten im Weg steht. So, auf geht's. Ja, genau. So, okay. Dann wollen wir mal schauen, ob wir hier noch ein paar schöne Sachen finden. Also, was ich hier finde, ist auf jeden Fall viel Glas. Okay, Okay, das war das. Oh, noch mehr. Wahnsinn, wie viele Flaschen das sind denn das? Hm.
Mal sehen, ob ich da alle rauskrieg. Ja, hat gut funktioniert. Was ist mit dir da hinten? Nein, der Rest klappt nicht. Okay. Auf geht's, weiter. Hier auf dem Förderband? Nein, hier ist sonst eher nichts. Da ist noch eine Flasche, hier liegt noch eine Flasche, hier liegt noch eine Flasche. Ja, ihr wisst ja alle, ich brauche verdammt viel Glas. Meine Gebäude sollen, wenn ich Gebäude baue, immer mit viel Glas sein. Natürlich, ich könnte auch Fertiggebäude nehmen, aber das ist nicht so mein Ding. Bis auf mein eigenes Haus, das ist in Ordnung, aber der Rest ist eher, dass ich die Sachen selber bauen will. Und da verbrauche ich halt viel Glas, viel Kupfer und... Nee, da kommt man nicht raus. Da ist auch nichts. Hier hinten? Nein. Ah, was ist hier hinten? Oh, hier geht's nur weiter. Du bist sowas von tot. Hä? Ist tatsächlich noch einer übrig? Waren da tatsächlich noch welche übrig? Ja, das kommt davon, wenn man einfach durchstürmt, ohne alles richtig zu durchsuchen. Das kommt davon. Naja, das mache ich ja jetzt. Okay. Hier müsste ich entsperren. Okay, das war's. Ja. Hier ist ein Rauschen. Irgendwo ist... Jetzt habe ich das Skalpell ohne Scrappen. Der Terminal, was sagst du? Okay. Das ist nur reine Information. Wo zum Henker kommt das Rauschen her? Hier muss doch noch ein Funkempfänger sein oder sowas, sonst würde das Rauschen nicht da sein, aber egal. So, hier bin ich dann schon mal durch. Okay. Dann gehen wir mal hier runter. Die Holzkiste ist nichts. Ah, Moment. So. Okay, hier war ich dann schon mal. Aber hier hinten war einer nicht. So, okay, also los weiter. Gehen wir jetzt wieder ein Stück hoch und dann gehen wir weiter. So, hier waren wir drin, da waren wir auch. Okay, hier geht's weiter. Den Trader, den haben wir ja schon nackig gemacht. Bin kein Fetischist, keine Sorge. Thank you.
Na komm, nimm Sitz. Was ist mit den letzten zwei, Jawohl? Also eins muss man sagen, die Raider haben sich's echt gut gehen lassen. Was sagt das Terminal? Ah, Infobrauereiführungen. Okay, alles klar. So, was haben wir sonst noch? Ah, da ist er. Daher kommt das Rauschen. Ich habe gesagt, irgendwo kommt das Rauschen her. Dabei war es ganz einfach. Hier ist noch ein Radio gelaufen. Aber Travis muss ja erst wieder zurückkehren nach Diamond City. So. Und für mich, glaube ich, das war's. Picket Fences Comic Magazin haben wir. Ja, das war's. Sehr gut. Auf geht's. Mission abgeschlossen. Jetzt schauen wir noch schnell. Haben wir alles? Ja, genau. So. Ah, muss noch schnell was gucken. 455. Okay, ich muss... So, das war das. Travis ist geholfen. Mission erfüllt. Gunner erledigt, die jetzt noch davor gewartet haben. Die Raider alle erledigt. Wunderbar. Und es ist wieder eine wunderschöne Nacht hier im wunderschönen Commonwealth. Oh, shi. So, jetzt schauen wir mal. Also, schauen wir mal, was wir hier auf der Karte haben. Das hier ist Grey Garden. Okay, das passt. Das ist die Beantown. Hier finden wir auch. Da ist die Oberlandstation. Sehr gut. Hier haben wir eine Fabrik. Das ist Cambridge Polymer Labs. Hier haben wir ein Museum. Das ist das Verbindungshaus. Dann haben wir hier. Das ist Cambridge College Diner. Jawohl. Alles ist sichtbar. Okay. Wunderbar. Perfekt. Wunderbar, perfekt. Jetzt tun wir uns nochmal ein bisschen in der Gegend umschauen, ob noch irgendwas hier ist. Genau, die ist die Beantown Brauerei, aber das muss ich jetzt nicht aufmachen. Ist definitiv nicht notwendig. Aber wir können uns hier mal umschauen, ob wir was sehen. Ob da was Interessantes drinnen ist. Nein, das kann ich nicht öffnen. Das kann ich auch nicht öffnen. Nein, hier ist auch nichts drin. Da drüben sind, das habe ich ja... Das sind so Polowskis. Ja, wie die Dinger halt heißen. Diese Bunker da, diese Selbstschutzbunker, die halt so, die keinem was nützen, außer dass sie Geld kosten. Und hier, ah. Die Lampe nützt gar nichts. Macht aber nichts. Echt schöne Gegend. Richtig mal wieder eine schöne Nacht. So gefällt mir das. So, meine Freunde. Jetzt, genau. Da muss ich noch... das kann ich sowieso erst später beenden. Muss ich jetzt mal... Aber bevor ich das... Will ich mal wissen, wo mich das hinführt. Ah, ja, hier runter. Direkt hier runter.
Pier der Küstenwache, Maastricht Westtunnel. Okay. Alles klar. Genau, da muss ich hin. Okay, aber das mache ich nicht jetzt. Zumindest das wieder ausschalten. Genau. So. Oh. Ja, das war nicht sehr schlau von mir. Ich wollte eine Abkürzung nehmen. Da sind diese Selbstschutzbunker. Keine Ahnung, warum das da steht. Es ist so lächerlich. Ich habe was vergessen, Leute. Ich habe was vergessen. Bevor ich College Square... Das wollte ich doch wissen, was das ist. Lovely Lady Lingerie. Da bin ich ja vorhin nur dran vorbeigestolpert. Da wollte ich wissen, aber ich war ja auf dem Weg zur Mission. Da kann ich mich natürlich nicht aufhalten mit dem Ganzen. Aber jetzt will ich wissen, was das ist. Und danach werden wir College Square sauber machen. Aber erst will ich wissen, was das ist. Und dann werden wir zurückreisen. Zu dieser, damit ich da ein bisschen weiter voranschreite in der Mission für die stählende Bruderschaft, muss ich auch noch machen. Ja, aber wenn ich alle Missionen sofort machen würde, egal in welcher Form, dann wäre ich ja Stunden über Stunden beschäftigt. Dann müsste ich ja, theoretisch gesehen, wäre auch nicht verkehrt, einen Livestream zu machen. Aber ich kann ja keinen Livestream machen, meine Internetleitung ist zu kacka. Das würde nicht klappen. Das ist das Blöde an der Geschichte. Also, jetzt sind wir auf jeden Fall. Das bist denn du. Also, schauen wir uns das Ganze mal. Lovely Lady Lingerie of Boston. Seit 2016. Okay. Ein Guard. Okay. Keine Ahnung, was mich da erwartet. Jetzt weiß ich auch gar nicht mehr, zu welcher Mod. Hoffentlich ist es jetzt keine englischsprachige Mod. Das kann ich meinem besten Willen nicht haben. So, ich spreche zwar, ich kann mich mit Händen und Füßen bewegen für meine Mods. Nicht meine Mods, sondern meine englische Sprache, aber ja, den Sinn dahinter verstehen. Ich hoffe mal, dass da keine Quest dahinter steckt. Aber ich habe ja im Endeffekt eine... Okay. Was? Ja? Ah, ja, okay. Ich sehe schon. Hi. Was? Hey, wie geht es dir? Hi. Ja? Nee? Hallo. Was? Ich kaufe und verkaufe. Zeig einfach mal, was du hast. Dann schauen wir, ob wir uns nicht einig werden. Ist hier in der Gegend was Interessantes passiert? Nicht wirklich. Kommen wir wieder auf die erstklassigen Waren zurück, die ich im Angebot habe. Dann lass mal sehen, was du so hast. Aha. Okay, sehr interessant. Also alles schöne Sachen. Ey, ich habe 2000 Credits. Ich habe 2000 Kronkorken. Cool. Vault 101 Anzug? Ist das dein Ernst? Den muss ich natürlich nehmen. Sorry. Die 10 mm verkaufen wir. Ups, ne, stopp. Die Munition, die sollte ich definitiv nicht verkaufen.
Moment. Waffe. Waffe besser. Die ist besser als meine. Muss ich auf jeden Fall behalten. Okay. So. Ah ja, okay. Passt. Alles klar. Das machen wir auf jeden Fall. Hallo. Hey, Plünderer. Lass uns handeln. Ja, ich bin kein Plünderer. Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot anzusehen. Aber ich habe leider einen Fehler gemacht. Ich habe das Ganze abgebrochen. Dabei wollte ich es nicht abbrechen. So, das tun wir auch. Und das kleine Kampfgewehr, sehr gut. Dann, ich wollte ja den Vault 101 Anzug. Ich habe, wie gesagt, ich habe mich da jetzt ein bisschen vertan mit dem Ganzen. Die haben eine Rüstung von 50. Was für ein fucking Teil soll das denn sein? Die haben eine Rüstung von 50. Okay, also ein Teil nehme ich jetzt mal mit. So einfach ist es. Folder Nummer 1. Und zwar ein einziges. Genau. So. Was? Hey, Plünderer, lass uns handeln. Ja. Okay. Ist auf jeden Fall schön eingerichtet, da kann man sagen, was man will. Die kannst du einfach hier nehmen. Kannst du ja alles mitnehmen. Ist ja geil. Ist das cool? Aber ich vermute mal, diejenigen, die ich da hier jetzt nehme, die werden definitiv nicht mit dieser Rüstung ausgestattet sein. Das müsste man echt mal... Ja, aber ich kann halt... das Problem ist... Die Munition. Eigentlich Munition, sondern ich kann den Mädels das nicht anziehen. Weil dazu müsste ich eine Mod installieren. Die Frauen oder ja, die Frauen eigentlich in einem. Ich kaufe und verkaufe. Zeige einfach mal, was du. Im weitesten Sinn, du kannst ja alles nehmen. Nehmen wir mal alles mit. Komm, scheiß doch drauf. Ich sortiere es mir dann so. Hier, komm her. Hier. Nimm mal alles mit. Nimm einfach alles mit. Da. Hey. Okay. Hey, Plünderer, lass uns handeln. Hier kannst du alles mitnehmen. Das mache ich doch glatt. Das ist kein Diebstahl.
Nimm alles mit, ich bitte, ich muss. Wahnsinn, ist das geil. Es macht gerade richtig Spaß. Hihihihi, ist das geil. Ich habe das nicht gewusst. Ich habe es wirklich nicht gewusst. Ich glaube, ich weiß schon mit welcher Mod. Aber ich vermute mal, jetzt habe ich alles mitgenommen. Bin ich überladen? Ja, und zwar richtig geil. Richtig cool überladen. Kleidung. So, ja, von allen etwas. Und die sind tatsächlich, doch, sind sogar. Ist das cool. Also muss ich nicht mal Geld dafür ausgeben. Und ich habe Geld bekommen. Ist das cool. Aber wie gesagt, ich kann sie nicht das anziehen, damit sie auch richtig ordentlich ausschauen. Das Problem ist, wenn ich jetzt einen Gegner dann erledige, damit, also ich kann sie ausziehen, ist nicht das Problem. Die Frauen hauptsächlich. Männer bleiben angezogen. Also der untere Teil bleibt halt dran. Ich kann sie ausziehen. Das Problem ist dann aber, es wird von YouTube auf jeden Fall geclaimed. Das ist sicher. Weil ich nackte Frauen zeige. In einem Video. Ich veröffentliche das ja Ganze. Und da werde ich definitiv Probleme kriegen mit YouTube. Und deswegen kann ich das Ganze nicht machen. Es geht halt einfach nicht. Deswegen bin ich leider gezwungen, diese Mod wieder zu deinstallieren, also abzuschalten. Und dafür kann ich diese Linkery-Produkte, die ich jetzt gerade hier alle erworben habe, nicht nutzen. Ist leider so. Ist blöd. Ist aber so. So. Jetzt habe ich die ganzen Teile erworben. Und das heißt für mich, ich muss jetzt erstmal einen Platz finden. Aber das werde ich nicht mehr heute machen. Heute haben wir auf jeden Fall schon viel erreicht. Die eine Mission ist abgeschlossen für den Volltrottel, der da seine Frau nicht unter Kontrolle hat. Ja, unter Kontrolle ist ja ein bisschen übertrieben formuliert. Der einfach ein Weichei ist. Eine Frau unter Kontrolle ist sowieso falsch. Das ist falsch formuliert. Vergesst meine Worte, die ich gesagt habe. Ist alles falsch. Und natürlich habe ich Travis geholfen. Und ich habe diesen Ort entdeckt. Das ist richtig geil. So, meine Freunde. Ich werde jetzt hier an dieser Stelle das Video beenden. Ich werde mich jetzt hier komplett entleeren. Und in der nächsten Folge weitermachen. Und da werden wir sehen, ob wir Cambridge, ob wir mit dieser Mission weiterfahren. Ach, es gibt noch so viel zu tun. Ich weiß gar nicht, wo ich im Endeffekt da richtig anfangen soll. Mein aufbereitetes Wasser nehme ich wieder zu mir. Ja. Den gesamten Schrott nehmen wir auch mit. Das hier nehmen wir auch alles mit. So. Oh, und die Kronkorken natürlich auch. Ganz klar. So, aber eine Sache muss ich auch mitnehmen, nämlich die blaue Farbe. Genau. Das war mir jetzt wichtig, dass ich die hier. So, mein Schrott, blaue Farbe hier rein. Und schon sind wir wieder auf Stand. So, meine Freunde. Das wollte ich jetzt machen. Jetzt ist nämlich hier alles perfekt, so wie ich das haben will. Genau. Alles genau so, wie es sein soll. Richtig schön aufgereiht. Ah, ich mag das. Ich sage ja, diese Mod, was ich da gefunden habe, ist die beste Mod, die ich bis jetzt gefunden habe. Die anderen sind zwar auch ganz nützlich, aber das hier ist auf jeden Fall deutlich besser. So, Freunde. Ich werde an dieser Stelle das Video beenden. Wenn euch das Video gefallen hat, gibt dem Video einen Daumen nach oben, ein Abo und die Glocke aktivieren. Das wäre natürlich alles super klasse. Ich wünsche allen einen schönen Tag, macht es gut und wir sehen uns im nächsten Video.